Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal, was besonders wichtig und empfehlenswert ist in einer Industrial Design Bewerbungsmappe. Und zwar erklärende Bewegung mit Tipps und Tricks natürlich aus unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks. Und für alle, die sich für gutes Design, bekanntes Design interessieren, schaut auf jeden Fall auf unserem Partnerkanal Frag Fabi. Dort sind spannende Geschichten hinter Design und hinter Design-Klassikern. So, und hier geht es auch schon um den Entwurf. Also es geht darum, wenn ihr in eurer Bewerbungsmappe Bewegung andeuten möchtet, Klärungen, wie etwas funktioniert, wie etwas sich schließen, öffnen lässt und so weiter, dann sind solche Skizzen wie diese eigentlich unerlässlich für die Produktdesign-Bewerbungsmappe oder auch Industrial-Design-Bewerbungsmappe. Was genau der Unterschied zwischen den beiden Studiengängen ist, können wir euch gerne separat erläutern. Schreibt uns, ruft uns an und wir können euch gerne dazu beraten. Hier das Ganze an einem Beispiel einer Türklinke. So ganz einfache Türklinke. Wir arbeiten hier auch mit dem Prinzip der ganzen Formen, also Kreise, Ellipsen, Rechtecke, alles, was uns hilft, um die Idee, um das Produkt zu zeichnen. Und jetzt geht es um das Wichtige. Jetzt deuten wir dann die Hand. Und das ist das, was ich meine, wie wird dieses Produkt bewegt. Natürlich weiß jeder von uns, dass eine Türklinke nach unten zu drücken ist, aber das ist symbolisch dafür, was an Bewegung erklärt ist. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Schublade und ihr möchtet zeigen, wie sie aufgeht. Die kann man nach unten ausklappen, die kann man vielleicht rausfahren, aber man kann die Tür auch zur Seite schieben. Und das ist natürlich spannend, wenn man das mit einer Hand ganz einfach erläutert. Oder wenn ich jetzt einen Schalter habe, drücke ich den, schiebe ich den zur Seite, wie gehe ich so etwas an? Und dafür sind solche Skizzen eigentlich absolut wichtig. Und hier das Ganze nochmal ein bisschen kräftiger mit dem Stift ausgearbeitet. Da nochmal die Form. Und auch hier wieder Licht und Schatten spielen natürlich eine große Bedeutung. Das heißt, wie fällt der Schatten? Die Hand hat natürlich einen runden Schatten auf dem Türdrücker, das ist klar, weil der ja rund ist. Unten bekommt ihr noch ein bisschen mehr Kontrast und ebenfalls mehr Schatten. Und hier noch einmal gewisse Lichtreflexe, die dann auch natürlich bei einem verchromten Objekt zum Beispiel auf jeden Fall zum Vorschein kommen. Und jetzt hier natürlich der Pfeil, dass man sieht, die Handbewegung geht nach unten. Wie gesagt, natürlich ist das verständlich, dass eine Türklinke in den meisten Fällen runtergedrückt wird. Aber es ist jetzt nur exemplarisch für euch, wie man so etwas erklären kann. Welche Bewegung, welche Produkte ihr erläutert, wie sie funktionieren, das machen wir mit euch gerne in unseren Mappenkursen. Wenn ihr möchtet, wir bereiten euch auf den Studiengang vor, auf die Bewerbungsmappe, die Eignungsgespräche und dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr am Ende auch bestehen werdet. Wir sind ganz stolz auf unsere sehr hohe Erfolgsquote, sogar bei 100% liegen wir in den letzten Jahren für alle Studiengänge
Also, wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, schreibt uns. Wir würden uns freuen. Aber vielleicht wollt ihr einfach nur so zeichnen lernen, dann ist das natürlich auch bei uns möglich. So, das war's. So einfach sieht das Ganze aus. Und das ist die fertige Zeichnung. Mehr dazu natürlich auf unseren Seiten. Schaut gerne auch unter onlinekurse.akademiehohe.de oder mappenvorbereitungskurs.de. Bis dahin alles Gute. Dankeschön, euer Akademie-Hohe-Team.